der hat was. Enfield Magazin, ja Mensch, danke Zombie, das nehme ich gerne. Dann lass uns mal hier die Straße und dann das an dem Gebäude hier vorbei, das dahinter müsste Industrial Loot haben. Da hinten ist auch ein großes begehbares Haus. Ja, da kommt ja einiges, wir sind ja mit weg wieder in der Stadt drin. Und in dem Dorf. Hier, da möchte ich rein. Ein Busreif oder... Reifen ist Reifen, das liegt nämlich im Enfield noch. Ja, nur Munition liegt da noch. Da wo nicht im Enfield. Weil ein Reifen war ja ims drin. Aber ich konnte ihn nicht anbringen. Deswegen. Ja, aber wir brauchen ja eh so oder so einen zweiten. Ja. Ist da noch was drin? Ja, nee. Super, dann komm mal mit weiter. Wenn ich hier wieder rauskomme. Tür, lass spiel mal mit. Wo bist du denn jetzt? Bin jetzt hinter dir. Optimal. Hier, das nächste Haus müsste nämlich Residential Loot immerhin haben. Das hier. So ätzend, dass er danach immer wieder aufstehen muss. Holz, ein Hunting Knife. Hier ist ein Munitionsbeutel und Essen. Garage nehme ich gerne. Ja, ich nehme mir mal das ganze billige Essen mit und fress das direkt und kriege ich langsam, ohne unser gutes, kostbares Zeug zu verbrauchen, wieder meine Sachen wieder. Mein Leben. Ist eine Leute. Wasserflasche, wenn du willst. Nimm mit, nimm auf jeden Fall mit. Ob ich noch Platz habe, weil ich habe alles voll gerade. Vielleicht im Backpack, hast du vielleicht in deinem Backpack etwas drin, was du in die Secondary-Bereich reinschieben kannst? Leider nicht. Schade. Eine Map ist hier noch hinten hinten links. Die brauchst du die ja, ne? Ne, nimm du die, ich habe ja eine. Marc hat mir eine gegeben. Stimmt. So, das ist. Das hier ist noch eine Bandage, die kann auf jeden Fall mit. Wo war jetzt die Wasserflasche vorne weiter? Da, ja, Subs gesehen. Und ein Hunting Knife ist da auch schon, aber das haben wir wahrscheinlich beide, oder? Empty Water Bottle, ja, du kommst mit, Kollege. So, Second Round Slugs, Hunting Knife. Ich will mal eben kurz was in meinem Rucksack prüfen. Was ich da drin habe an. Ich leider nur große Sachen drin. So, hier. Da ist noch irgendwas. Kein Fernglas. Ich leider auch nicht näher. Oh, ich bin jetzt auch schon wieder so ziemlich voll. Dann wollen wir weiter ins nächste? Jo, hoffentlich finden wir. Alter, ich. Ich muss die Tür da wieder zumachen, weil die Tür so aufgeht, dass ich nicht wieder rauskomme. Oder die Tür dich nicht zerquetscht hat. Ja, bin ich. Oh. So, jetzt die Waffe wieder nehmen. Jetzt, warte mal, ich weiß, in welches Haus wir als nächstes wollen. Nämlich in das da vorne. Hä? Wo sind wir gerade? Ich glaube, okay, ich weiß, wo wir sind. Wir sind in die falsche Richtung weitergegangen. Ist hier was drin? Nichts, was uns hilft. Hier ist eine Pepsi, falls du noch haben willst. Wobei, wir haben zwei Wasserflaschen, das sollte reichen. Wir können jetzt mal hier in das nächste Backsteinhaus rein. Da bin ich gerade drin. Ich komm raus. Nein, da bist du nicht im gleichen, denn hier ist... Hinten, in dem. Ja, das ist die falsche Richtung, da kommen wir nicht weiter Richtung Industrial Loot. Ich bin hier auf der anderen Seite. Ja, ich komm, ich hab dich gesehen. Optimal. Können wir erstmal hier leer räumen. Toll, hier ist ja quasi nichts drin. Kann man die kleinen Türen aufmachen? Nein. Super, das hat sich ja nicht gelohnt. Raus, da kommt ein Zombie. Raus. Kümmer du dich bitte um ihn. Ich bin dafür nicht so gut, beziehungsweise ich gehe schon mal nach hinten raus. So viele Zombies können hier ja gar nicht mehr kommen. Hier ist ein Reifen. Take Car Wheel. Jetzt muss ich Platz schaffen. Das kann auf jeden Fall weg. Und das esse ich einfach für maximales Leben. Und 6, sagtest du, braucht der? Ja, 6. Und du hast auch keinen Platz. Scheiß drauf, ich lasse das zu trinken hier. Und die Painkillers kann ich mal benutzen. Auch nicht. Lass ich mal einmal hier rein. So, ich krieg genau einen Reifen unter. Sehr gut.
wenn ich ihn denn zu passen bekomme. Take Car Wheel hätte ich jetzt gerne. Ja, komm schon, pack ein. Morphium Sticks wollte ich nämlich ungern wegschmeißen. Nee, bloß nicht, die brauchen wir noch. Ja. Aber dann können wir jetzt direkt wieder zurück den Reifen anbringen. Haben wir nämlich jetzt zwei, das ist gut. Ja, lass mich mal kurz überlegen, wo wir sind, ja. Hier wieder raus, an dem Haus vorbei und dann links die Straße runter. Da hinten ist er doch. Ja, wir können sogar, stimmt, wir können auch querfeld einlaufen. Oh, da ist noch ein Zombie, ich hoffe, der kriegt uns nicht mit. Und dann mal sehen, ob ich es schaffe, das Ding anzubringen. Wenn wir zwei Stück. Ja, wenn wir zwei Stück haben, können wir weiter. Auch wenn ich ja gerne nochmal in die Stadt dann rein möchte, auch noch den zweiten Industrial Loot da hinten leer räumen. Der da ist ein größerer, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht einen Engine finden. Ark müsste auch gleich wieder da sein. Ja, soll der mal in Ruhe mampfen? Wie spät ist es denn schon? Krass, das ist schon wieder fast 19 Uhr. Ja. Das erklärt auch, weswegen es hier bei mir im Zimmer so langsam so dunkel wird. Muss gleich mal Licht anmachen. Bei nächster Gelegenheit. So, was habe ich denn hier? Ich kann also nur einsteigen hinten. Und hinten habe ich keine Möglichkeit. Ich kann gerade noch nicht mehr... Hi. Hi ho. Hallo. Achtung, ich Zombie. Ich habe sowas Geiles in YouTube gefunden. Das müsst ihr euch anschauen. Ihr lacht euch so weg, ey. Warte. Ich poste es mal hier im Channel. Ja, das ist echt witzig. Eine Pokémon-Verarsche, aber richtig geil. Schau ich das mal an. Jo, später. Erstmal will ich jetzt herausfinden, was mit diesem verdammten Reifen auf sich hat. Kann ich nicht hier irgendwie... Ah, wahrscheinlich... Oh, oh fuck, wir werden wahrscheinlich noch einen Werkzeugkasten. Achtung, Zombie kommt. Stimmt, das brauchen wir. Dann müssen wir doch noch weiter zum nächsten Industrial Loot. Und du, kannst du noch irgendwas hier lassen? Das Werkzeugkiste wird unten, da wo die Map und so ist. Echt? Okay, dann ist ja gut. Ich kann gerade nicht auf die Gear zugreifen. Dann lass uns mal. Da kommt noch ein verfickter Zombie, ey. So, ab dafür, Kollege, du bist um. Ja, dann lass uns mal hier wieder lang. Wir können auch durchaus sprinten. Bist du da? Ja, bist du optimal. Ja, warte mal eben. Ich muss eben kurz meiner Mama irgendwas einstellen. Ja, ist okay. Geh so lange in den Bus rein, da kann mir nichts passieren. Bis gleich. Jo, bis gleich. Dann mache ich auch noch mal eine kurze Pause. Was macht denn ihr für... Was habt ihr für Chars? Wir spielen gerade DayZ. Was ist das? Das ist ein Zombie-Apokalypse-Shooter, in dem man ziemlich viel Probleme damit hat, überhaupt zu überleben. Und die anderen Mitspieler nicht gerade freundlich sind. Mhm. Ja. Also auf Deutsch gesagt, so eine Art Counter-Strike-Zombie-Modus oder wie? Näher, fast. Zombie-Modus trifft, weil Counter-Strike ist ja so, das basiert auf Arma 2 und haut da halt eine riesige Map rein, wo Zombies rumlaufen und du fängst am Anfang als Spieler mit irgendwie nichts an, außer einer kleinen Bandage und einem Schmerzmittel oder so, musst da halt rumlaufen, Sachen finden und sowas. Das erste Problem sind halt die Zombies, die dich recht leicht bemerken. Da hast du doch hübsche Anzeigen, die dir zeigen, wie gut du schon gerade gesehen wirst und sowas. Und wenn die dich bemerken, hast du halt ein Problem. Und dann kommen halt noch die Spieler dazu, die dann auch noch da rumlaufen, die anderen. Und wo halt nicht alle so freundlich sind. Mhm. Und ist das kostenlos oder dafür zahlen? Der Mod selbst, der das ist, ist kostenlos. Das Basisspiel kostet aber sowas um die 20, 25 Euro. Also muss man Arma 3 haben oder was? Arma 2 muss man dafür haben, ja. In der, mit der Erweiterung zusammen. Achso, okay. Weil ich ab und zu spiele, also Just for Fun ist Battlefield Heroes, das ist immer ganz witzig. Oh ja, das habe ich auch mal ausprobiert, das ist ganz lustig, aber irgendwie konnte mich das auf Dauer nicht fesseln. Ja, mich auch nicht, also... Ja, am Anfang, man hat vielleicht mal eine Woche richtig fett dran Spaß, aber dann verliert man irgendwie die Lust dran, ne? Ja, es ist halt so ein Spiel für zwischendurch so ungefähr. Ja. Was ich auch ab und zu gerne spiele, wenn ich mal keinen Bock auf Silk Road habe, ist zum Beispiel Minecraft. Oh ja, das zocke ich, da habe ich mittlerweile sogar auch Videos zu angefangen, das ist ziemlich gut. Hast du einen eigenen Server oder spielst du auf irgendeinen? Ne, ich spiele meist Singleplayer. Ah, okay.
Minecraft Multiplayer, da habe ich bisher nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ich da mit anderen Leuten spiele. Also dieses, ja, lass mal bitte meinen Kram in Ruhe, ich muss mal für ein paar Stunden wegkommen, wieder meine kompletten Truhen leergeräumt und so Späße. Da dachte ich mir irgendwann, ja, nee, das muss ja nicht sein. Ja, eine Bekannte, die hat einen Server gemacht, die läuft halt aber nur in ihrem Rechner an ist und da spielen wir halt zu zweit drauf und du lust das Ganze mal da drauf. Ja gut, ja, dann geht das. Also das habe ich privat auch schon gemacht mit Kumpels, aber das ist halt auch Multiplayer Minecraft, wenn da nur ab und zu mal. Aber ich finde, Minecraft ist halt immer voll, vor allem voll abwechslungsreich. Du kannst voll viel Sachen machen, ne? Ja, ich habe mittlerweile mit dem Technik-Pack angefangen, mir das da reinzupacken. Und da kann man dann auf einmal richtig, richtig viel machen. Echt? Ja. Ich sehe schon, Michi ist wieder da. Jupp. Optimal. Bebe. Session lost. Ja, ich auch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir kurz Aufnahmepause und wollen wir so. Aufnahme erstmal wieder angemacht. Was hast du gesagt? Wollen wir nur hoffen, dass hier keiner eigentlich vorbeikommt, der da so ein Tool hat. Ja. Gear, so. Can Car Wheel rein. Da haben wir mal zwei Stück in Reserve. Jetzt kann ich mir noch mal einen davon mitnehmen. Und dann wieder raus. Dann kann ich nämlich direkt schon wieder ein Stück vorbei. Hier hat gerade einer was fallen lassen. Das kann ich erstmal nehmen. Welcher war das denn? Da, was tut das? Außer den. Ja, Can Science, das ist ja egal, auch wenn ich Fischdinge nicht mag, aber es sorgt dafür, dass ich wieder ein paar Lebenspunkte dazu bekomme. Jetzt bin ich schon wieder auf 11.700, das ist ja okay. So, dann lass uns mal los, weil da vorne irgendwo müssten die beiden Gebäude sein, in denen es, das eine ist eine Farm und dem anderen gibt es den coolen Industrial Loot, wo hoffentlich so eine Werkzeugkiste dabei ist. Die brauchen wir. Jetzt kommt Mark gleich online, ja, ich hab die, holt mich mal ab. Ah, okay, Marc, wir holen dich ab zu Fuß. Wir können schieben. Mist können wir nicht. Bist du hinter mir? Ja, du bist hinter mir. Der hat ja noch gesagt, bevor ich gegangen bin, dass ich den Bus kaputt gemacht. Wir haben nicht den Bus kaputt gemacht. Das waren nicht wir. Ich. Hast du geschossen? Nein. Ich habe von links Schüsse gehört. Da laufen Zombies. Jetzt nicht mehr. Das ist ein Vogel? Krass, ey, boah. Vielleicht habe ich mir das auch einbildet. Kann natürlich auch immer sein, aber es klang, als hätte das links zwei, dreimal eine AK geschossen. Hier ist schon mal nix. Hier auch nicht. Toll. So viel zum Thema Industrial Loot. Ist nichts drin, ey. Da kann man nicht rein. In der Scheune? Ja, in der Scheune hier hinten, da kann man rein. Und in die kleine auch, ja. Es sollte in beiden was drin sein. Hier ist eine Enfield, aber keine Munition da. Ja, hier ist irgendwas anderes. Double Barrel Shotgun, nice. Die will ich mal haben. Und passende Slugs. Kann ich noch mal... Ich hätte noch eine andere Munitionsart dabei. Aha. Habe ich wenigstens mal eine andere Waffe. Auch wenn die natürlich das Problem hat, dass sie nur zwei Schuss fassen kann. Ich hätte lieber eine Winchester oder sowas. Aber ich finde das mal wieder interessant, ein bisschen Abwechslung bei der Waffe zu haben. Hier wäre noch eine Axt, falls wir brauchen. So, es gibt noch einen Spot auf der Karte, wo noch Industrial Loot sein kann. Den können wir auch noch abklappern. Sonst haben wir hier ja, schlechte Karten. Vorsichtig sein. Ja, da ist ein Zombie vor dem Scheunentor. Kann man hier irgendwo vorbei? Nein. Riechen wir. Ja, ist mal wieder so, wie man es machen sollte. Wir müssen rechts weiter auf ein Haus drauf. Das linke da ist das Backsteinhaus, das wir schon kennen. Hinter uns ist übrigens noch ein Zombie. Oh, die sehen. Wir hören uns auch nicht. Das ist Nervenkitzel. Geh mal nicht links, sondern rechts von der Mauer. Hier? Ja, hier war einfach weiter dran vorbei. Da vorne das rote Haus, das nächste, was an der Straße ist, müsste nämlich das sein, was wir haben wollen. Meine Nerven, ey. Wenn wir das Ding hier nicht finden, haben wir echt ein Problem. Wobei, wir können prinzipiell die Loots, die wir gerade schon mal hatten, nochmal gucken. Da ist einer. Oh ja. Carsten was killed.
Ich habe keinen Mörderer. Hast du einen? Ich habe einen. Okay, das heißt, wir haben ihn. Also habe ich doch gehört, dass da jemand geschossen hat. Alter. Oh, das war gut. War gut hingehört, ey. Renn, renn.